Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta. Und ich bin wieder in Gebiet Impera. Nein, die müssen noch ein bisschen frischer werden. Ich denke, wir lassen die da gemütlich vor sich hin gammeln. Und die Armee bewindet hier an dieser Furt den Fluss und nimmt Namnetum ein. Und danach habe ich einen Frosch im Hals. Harter, schneller Marsch. Scheiße, jetzt habe ich immer an die Gouverneure gedacht. Schneller Marsch auf Bibracte. Jetzt ist natürlich die große Frage. Ach Quatsch, Bibracte. Ist natürlich die große Frage. Hatte ich die Gouverneure schon gedrückt oder nicht? Naja. Wir müssen ein bisschen steamrollen in Gallien. Ich will da im Westen, Nordwesten. We do not beg for gold. Only ask that we can have trade between us. Meine Herren, was ist denn los heute? Ich habe keinen Frosch im Hals, ich habe einen ganzen Gatteteich im Hals. Ist ja schlimm. So. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Mein Kater hat so einen Lieblingsplatz, auf dem er immer schläft. Jetzt hat sich die schwarze Katze, während der Kater mal kurz was nasche war, auf diesen Platz gelegt. Jetzt ist er zurückgekommen und er ist nicht amüsiert. Und sie knurrt schon vorsichtshalber und hat die Ohren angelegt, wie das Katze halt mache, wenn sie streitlustig sind. Und wegen ist jetzt mein Platz weggegangen, Platz vergangen. Und jetzt sitzt er neben dran und wird immer belsischer. Fragezeit. Das ist mir der Grund, dass große Gejodel losgeht. Lässt er sich wahrscheinlich... Wow, was ist das denn für eine Versammlung? Jetzt wird er sich wahrscheinlich nicht gefallen lassen, der Karte. Okay, Ephesus wird irgendwie belagert. Ja, die Makedone fahren auch gut auf. Mal machen sie Blätter. Mal machen sie alle irgendwie tüchtig plus, mal machen sie minus. Muss man ja. Seltsam. Ist vielleicht so ein Glücksspielmodus, wie der Spieler. We cannot pass here. You may as well get comfy, men. Ready for orders. At your command. Ready for battle. Ready for orders. March. At once. Commander. Ready for battle. Advance. You have further orders? Commander. On the move. Ich würde ja sagen, seine Armee ist nicht zu Hause und wir sollten nächste Runde zügig dann stürmen. Hauptsache erstmal irgendwas gebaut, dass keine Slums entstehen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich.
Na, wo ist er denn? This is a time for just proud men. What? Finde ich gut. Absicherung nach Osten erstmal, während wir im Westen, Nordwesten beschäftigt sind. Ich denke, die richtig brachialen Schlachten, die kommen ja eh erst, wenn wir uns nach Osten wenden, zu den hellenistischen Völkern, mit ihren langen Sarissen und sowas. Da haben die Römer nämlich auch damals ganz schön gerudert, bis sie sich überlegt haben, wie man damit klarkommt. Ach, ihr seid alles so Ätznasen. Ready for battle. Dass sie sich immer untereinander... Okay. Was machst du denn? Du sollst über den blöden Fluss... Ach, im Winter kann er das nicht. Oh. Ready for orders. Oh. Oh. Da hat noch zwei alte Einheiten. Naja, aber... We take this settlement for Rome! Laying siege to the settlement! At your command. At once! Is that all? Ready for battle. At once. Journey completed. Er rückt jetzt nach Osten ab. Das wird ihm nicht gefallen, was er da zu sehen bekommt. Ready for orders. March. Your next command. Waiting for more orders. You there! Get to work! Jo, dann drücken wir mal kurz unsere Knibbelscher, damit wir sie nicht wieder vergessen. Das ist jetzt wieder so eine Minusrunde. So. Abgeschaltet? Ne, die Zahlen steuern. Gut. Da haben wir es abgeschaltet. Jetzt können sie aber ruhig zahlen. Da das aber gar nicht wieder eine größere, längere Schlacht gibt, der Sturm auf Bibracte, würde ich sagen. Ah, Moment, erst noch die Mädels. Ah, die Galater. Das ist ein keltischer Stamm, der sich da im Hochland festgesetzt hatte damals. Der hat in Helen doch einige Kummer und Sorgen bereitet. Den Fraktionen da hinten, den Phrygiern, Lydiern. So, ich würde aber sagen, weil wir die dann noch gezogen haben, wobei da erwarte ich ehrlich gesagt nichts mehr. Da ist ja nichts in der Ecke. Wir haben ja alles schon entdeckt. Eigentlich. Genau, da ist nur so ein blöder... Ach, da ist noch, da ist noch ein Übergang übers Gebirge. Ja, na gut.
Sonst hast du aber, denke ich, alles ganz gut aufgeklärt jetzt. Setzen wir einen schnellen Cut. Dann kommen wir gleich wieder. Und dann stürmen wir wie praktisch. Bis gleich. Tschüss.